Herr Schlotterdijk, mit dieser Kategorisierung, die David Goodhart vorgenommen hat, diese Einteilung in Anywheres und Somewheres, da konnten Sie ja durchaus etwas damit anfangen. Würden Sie jetzt quasi sagen, dass sich die Somewheres, dass die sich emanzipiert haben? Auf jeden Fall haben die Menschen, die einem sozusagen lokaleren Daseinsstil verpflichtet sind, erweiterte Ausdrucksmittel an die Hand bekommen. Das spürt man heute sehr, sehr, sehr deutlich. Das stärkste Ausdrucksmittel dieser Art ist selbstverständlich der Wahlzettel, der seit der Gewährung des allgemeinen Wahlrechts in der westlichen Welt, auch des Frauenwahlrechts, immer schon ein hohes Gefahrenpotenzial dargestellt hat, weil die Vernünftigkeit von Wählerverhalten in Demokratien nie a priori garantiert ist. Nicht? Demokratie funktioniert bekanntlich nur bei gutem Wetter. Sobald stürmische Zeiten aufziehen, stellen alle sich die Frage, wie kann man den erfolgreichen Gebrauch demokratischer Ausdrucksmittel durch nicht demokratiefähige Populationsanteile dämpfen. Jetzt sprechen Sie aber nur den Wahlzettel an. Jetzt sind wir ja schon nicht nur ein, sondern wahrscheinlich 4, 5, 6, 7 Schritte weiter. Jetzt haben wir die sozialen Medien. Aber auch das erfüllt die Definition, die Ende des 19. Jahrhunderts im Hinblick auf die Nation gegeben worden war, die lautet, die Nation ist ein tägliches Plebiszit. Wir sind tatsächlich vom 4-Jahres-Plebiszit zum täglichen Plebiszit mit Hilfe sozialer Medien und mit Hilfe von gleichzeitigen Ausdrucksmitteln, also die nicht einmal mehr die postalische Verzögerung kennen, in einer ungeheuerlichen Weise zu dieser expressionistischen Demokratie ja, durchgebrochen. Da spürt man, dass Demokratie ein Ausdruck ist, der mit einer gewissen pseudonymischen Energie ausgestattet ist, denn er bezeichnet viele Dinge als demokratisch, die mit der Herrschaft des Volkes als solcher nichts zu tun haben. Wenn man unter einem Volk eine relativ homogene, gleichgebildete und gleichwohlgesinnte Bevölkerung versteht. Ja. Sondern es gibt in den Demokratien die Unwilligen und die Koalition der Unwilligen setzt das zeitgenössische parlamentarische System außerordentlich unter Druck. Aber ist es nicht so, dass sagen wir mal, Sie haben es in der Veranstaltung vom GDI, haben Sie es genannt, die schweigende Mehrheit, die macht sich jetzt plötzlich Luft, so schweigend ist die nicht mehr. Geht es dieser Mehrheit, die sich jetzt plötzlich zu Wort meldet, dank der sozialen Medien, geht es dieser Mehrheit um Demokratie oder geht es da jetzt in Ihren Augen vor allem darum, eben Ärgerluft zu machen, Unzufriedenheit zu artikulieren? Geht es da auch um einen Willen zu einer Veränderung oder geht es jetzt einfach darum, jetzt wollen wir auch mal was sagen? Ich glaube, dass die Rohstoffe, aus denen Politik gemacht werden, meistens weniger edler Natur sind. Ja. Aber es ist die Aufgabe der Parteien als Klärwerke politische Abwässer zu funktionieren. Das ist jetzt ein hartes Wort. Ja, aber es geht wirklich darum, dass hier eine Art Kanalisation, eine Affektkanalisation geschaffen worden ist, in der eben mehr oder weniger unedle Substanzen transportiert werden. Man sieht es ja auch daran, dass in den sozialen Medien die Fäkalsprache explodiert, dass die Lust an der Verhöhnung des Gegenüber, Gesprächspartner, mag man das ja nicht mehr nennen,
dramatisch zugenommen hat. Kurzum, also die Medien der, zum Ausdruck von Vulgarität sind viel mächtiger geworden. Aber es gibt ja nicht nur das. Es gibt ja auch Leute, die einfach Dissens äußern wollen. Die sagen, die Eliten, die Anywheres, wie sie David Goodhart in seinen Betrachtungen kategorisiert, die Anywheres, die waren jetzt lange genug am Drücker und die vertreten nicht unsere Werte in Sachen Sicherheit, in Sachen Identität und so weiter und so fort. Und wir wollen uns jetzt zum Mord melden und das machen wir auch in den sozialen Medien. Also es ist ja nicht nur Brachialrhetorik, es ist ja nicht nur Fäkalsprache. Auf keinen Fall. Es ist auch sehr viel, wie soll ich sagen, poetischer Nonsens in den sozialen Medien ausgebreitet worden. Übrigens ist Telekommunikation als solche ursprünglich als reines Überschussmedium praktiziert worden. Der erste Satz, der jemals über einen Fernsprecher geäußert worden ist, lautete, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Ja. Also im Grunde genommen, die moderne Massenkommunikation und auch die Telefonie kommt aus dem Dadaismus, also eigentlich aus der Freude am Nonsens. Auch die ersten Funktelegrafen, die in Frankreich installiert worden sind, vor der Französischen oder zur Zeit der Französischen Revolution, haben die Ergebnisse von Pariser Lotterien in die Provinz signalisiert. Also das waren keine maschenkommunikativen oder aufklärischen Funktionen. Die haben sich alle erst sekundär in diese Möglichkeiten eingenistet, die mit dem neuen Medium gegeben waren. Und wie sieht das jetzt aus mit diesen sozialen Medien, die wir haben? Twitter, Instagram, Facebook? Nun gut, ich meine, diese Medien nehmen sich selber alle viel zu ernst. Das kann man ihnen, glaube ich, pauschal attestieren. Sie machen sich eines nicht recht klar, dass es tatsächlich so etwas wie eine Pubell-Funktion gibt, das heißt, also eine Abfallkorb-Funktion ist. Je mehr man hineinwirft, desto mehr entwerten sich gegenseitig die einzelnen Beiträge. Und gerade durch die Massenhaftigkeit des Gebrauchs geht die Bedeutung des Einzelbeitrags immer mehr gegen Null. Und ich denke auch, dass es nach einem Jahrzehnt intensiven Gebrauchs sozialer Medien es eine notwendige Rückkehr zu den Qualitätsmedien geben wird. Und zwar deswegen, weil das die eigentlichen Bedeutungsmedien sind, bei denen die Bedeutung nicht in der Zahl der Follower gemessen wird, sondern an den inneren Bedeutsamkeiten und Spannungen der Texte oder der Dokumente, die man zu sehen bekommt. Aber diese Qualitätsmedien, die Sie jetzt ansprechen, das sind ja genau die Medien, die jetzt von Leuten in ganz, ganz großer Zahl verworfen werden. Sie werden als Lügenpresse bezeichnet. Fake News ist ein Stichwort. Alternative Fakten ist ein anderes Stichwort. Da empfinde ich oder erlebe ich oder habe den Eindruck von einer wirklich enormen Masse, und auch von einer Wucht. Und Sie glauben dennoch, dass das möglicherweise in 10 Jahren wieder eine Gegenbewegung geben wird? Ja, nicht nur in 10 Jahren, ich glaube auch in 100 Jahren. Das heißt, das sind zivilisationsgeschichtliche Großtrends. Die Presse selber kommt ja eigentlich aus der Polemik. Wenn Sie die Publizistik der Französischen Revolution ansehen und die Flugblätter jener Zeit, da sehen Sie, dass eigentlich der öffentliche Raum keineswegs die Sphäre diskutierender Privatleute war, die das bessere Argument gesucht haben, dem sie sich anschließen können, sondern das war von vornherein eine sehr aufgeheizte, hasserfüllte, vulgär Polemik mit sehr viel pornografischen und obszönen Komponenten. Und die Qualitätspresse hat sich allmählich sozusagen durch eine Art Selbstnobilitierung aus diesem Sumpf hervorgehoben. Wenn Sie jetzt von einer Wellenbewegung sprechen, dann heißt das, ich bleibe jetzt mal zum Schluss noch bei diesen zwei Kategorien von David Goodhart, von den Anywheres und den Somewheres, dass da aufgrund von einer eben weltgeschichtlichen Wellenbewegung, die immer im Gange ist, durchaus auch eine Versöhnung dieser zwei, ich benutze jetzt mal den Terminus Stämme, durchaus möglich und vorstellbar ist für Sie? Es gibt Zeiten, in denen diese Tendenzen untereinander relativ zum Ausgleich kommen. Wenn Sie die französische dritte Republik ansehen, die von
der Niederlage Frankreichs im Deutsch-Französischen Krieg 1871 an bis 1940 existiert hat. Das war, wenn man so will, die glücklichste Periode einer modernen Demokratie, weil es dem Land gelungen ist, große Teile der Bevölkerung zu einer Art Tolerierung, sogar zu einer Identifizierung mit den Idealen der Französischen Revolution zu überreden. Und erst in dieser Zeit ist auf allen öffentlichen Gebäuden Frankreichs dieses dreigliedrige Grundwort von der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit erschienen. Solche Zeiten gibt es immer wieder. Wir leben unglücklicherweise in einem Moment, in dem der Konsensus eher zerfällt als gesteigert wird. Aber dies auch nur in Rückwirkung auf einen Makrotrend innerhalb des Zivilisationsprozesses, der auf eine immer weitergehende Integration, Verdichtung und gegenseitige Verpflichtung hinausläuft. Die Rüpelstaaten fallen heute als solche immer mehr auf. Rüpelstaaten haben heute viel weniger Chancen als früher, als alle mehr oder weniger ruppige Manieren auf dem politischen Parkett an den Tag gelegt haben. Also der Zwang zur gegenseitigen Disziplinierung und Zivilisierung ist steigend. Und was wir heute sozusagen am unteren Ende der expressiven Skala beobachten, sind Korrekturbewegungen. Ich höre da so etwas wie Zuversicht heraus und ich finde es eine schöne Note, das Gespräch hier zu beenden. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Peter Sloterdijk, ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.